Wenn alles, was aussen ist, reduziert wird, dann werden wir eigentlich selber zum Klangkörper. Dann hören wir unser Herz schlagen. Wir hören besser, dass der Magen knurrt. Wir hören vielleicht sogar, dass wie die Lunge sich bewegt beim Schnaufen. Wenn man aufsteht, hört man jedes Knacksen von jedem Gelenk, das gerade irgendwie eingerostet ist. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Einsamkeit, Stille, alleine sein. Das ist etwas, wo die einen von uns darunter leiden. Wenn Einsamkeit nämlich chronisch ist, wenn man nicht möchte alleine sein, wenn man gerne mehr Kontakt mit anderen Menschen hätte, aber der Kontakt, die Nähe nicht zustande kommt, dann kann Einsamkeit vereinsamen und psychisch und körperlich krank machen. Das ist nicht zu unterschätzen und ein Leiden, das heutzutage leider ganz einen Haufen Menschen kennen. Dann gibt es aber eine Art von Einsamkeit, wo man sich bewusst aussucht, wo viele Menschen auch als Schatz für sich entdeckt haben. Sie suchen die Stille, die Ruhe, sie liken sie immer wieder. Weil sie dort das Glück finden, zufrieden werden, obwohl das nicht heisst, dass sie in dieser ruhigen Zeit nicht auch traurig sein können oder mit herausfordernden Gedanken zu kämpfen haben. Eine, die diese Stille, das alleine sein für sich entdeckt hat, ist die psychosoziale Beraterin Bea Grimm. Sie hat mir in einem privaten Gespräch mal erzählt, dass sie sich jeden Tag eine Viertelstunde gönne, wo sie einfach nichts macht. Gar rein nichts. Nur da hockt und auch sonst braucht sie nicht immer Unterhaltung. Sie ist auch mal gern für sich. Warum das denn so wertvoll ist, wie man das alleine sein wieder lernen kann und wie man die Zeit gestalten kann, das schauen wir uns zusammen an. Ich bin Ruth Stutz und sage herzlich willkommen, Bea. Mega schön, dass du da bei mir bist. Ja, danke. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue mich auch. Weißt du, die einen kützeln es vielleicht gerade am Hosenboden, ich denke, bei dem Thema, weil es gerade am liebsten wollen aufstehen und davor rennen, weil einfach so, das löst ja manchmal auch etwas aus, so die Stille oder eben das Aushalten von Stille. Für viele schon eine Herausforderung, glaube ich, das Thema. Ja. Kannst du dir auch vorstellen? Du hast ja viel Leute bei dir in den Gesprächen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das kenne ich natürlich auch selber. Also das ist ja nicht so, dass ich immer cool finde, wenn es plötzlich still wird. Nicht? Okay, das hätte ich jetzt noch gedacht. Ja, nein. Nein, manchmal bin ich auch überfordert. Also gerade wenn ich zum Beispiel nach einem strengen und bewegten Tag heimkomme, dann sehne ich mich zwar nach Stille, aber wenn ich dann daheim bin, die Türe zu mache und es ist tatsächlich ruhig, dann ist das manchmal auch so wie ein wie wenn ich gegen eine Mauer laufen würde. Mhm. Bin gerade ein bisschen überfordert. Und mein erster Impuls ist dann eigentlich Musik anmachen. Ja, ja. Ah, das hast du auch. Du, das ist ja gerade beruhigend. Weißt du, meine Situation ist, ich habe 3 kleine Kinder und das ist wieder etwas anderes, oder? Mhm. Dann bist du manchmal schon nur froh, so als Mami, wenn du so eine Millisekunde hast. Oder weißt du, so irgendwie schnell auf dem WC darfst du liken sein, kannst du dich noch das erinnern? Mhm. Sehr gut. Das ist auch wieder etwas anderes, oder? Wo man einfach schnell mal Zeit bräuchte. Manchmal sind dort dann nur schon 15 Minuten mega wertvoll. Wir wollen eigentlich ja in dieser Folge darüber reden, eben nicht über die schnellen 10 Minuten, sondern wie man es auch schafft, wirklich sich mal Zeit nehmen, oder? Und ein bisschen abzutauchen in so eine Stille, in so eine Einsamkeit. Abtauchen gefällt mir gut. Ich freue mich darauf, was du uns da weitergibst. Und ich habe gedacht, am Anfang würde ich gerne mit dir auch noch ein bisschen über das Problem reden. Weißt du, von der Einsamkeit, das ist nämlich etwas, was mich noch recht beschäftigt. Es gibt ja gleich viele Leute, die darunter leiden, oder? Also, wo Einsamkeit ein Problem ist. Ja, das ist so. Und vielleicht muss man es auch ein bisschen unterscheiden zwischen tatsächlich einsam sein, also niemand haben oder nur sehr wenig Menschen um sich herum haben und dem Gefühl von der Einsamkeit. Hm. Das sind 2 verschiedene Sachen. Also ich erlebe gerade oft, dass ältere Menschen, die halt ihre langen Wegbegleiter wegsterben, dort stellt sich eine tatsächliche Einsamkeit ein. Also
da wird die Vernetzung immer dünner. Es werden immer weniger Menschen, die noch das teilen, was man selber erlebt hat, wo schon länger mit einem unterwegs sind, wo auch jüngere Versionen von einem selber kennen. Und einem durch das kann man natürlich auch die jüngeren Momente wieder ein bisschen aufleben lassen. Mm. Wenn man so sagt, weisst du noch, vor 30 Jahren, wo wir dort und dort das und das gemacht haben, dann ist man einen Moment lang wieder so jung, oder? Ja, genau. Mhm. Und bei den älteren Menschen dünnt das aus. Aber es sind ja nicht nur ältere Menschen, die sich einsam fühlen. Es sind ganz viele Menschen, von jung bis alt, die sich einsam fühlen. Und zwar inmitten von bewegtem Leben, inmitten von Menschen, inmitten von Aktivitäten, fühlen sie sich trotzdem einsam. Und mit x 100 Freunden, oder eigentlich in den sozialen Medien, ist das wirklich ein Phänomen von der Zeit? Warum ist denn das? Ich weiss nicht, ob es ein Phänomen von der Zeit ist. Vielleicht schon ein bisschen. Weil, also es ist jetzt so eine Hypothese, gell? Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Globalisierung von der Welt, dass wir eigentlich uns endlos fast über alle Grenzen hinweg können vernetzen, das zerstreut uns auch ein bisschen. Mhm. Und ich sage ja noch gern, wir brauchen nicht mehr Zerstreuung, also auch nach dem Arbeiten, sondern wir brauchen Sammlung. Mhm. Und dann kommt es vielleicht auch noch ein bisschen darauf an, wie bin ich sozialisiert worden, wie bin ich aufgewachsen, was habe ich für eine Bindung erlebt in meiner Familie. Trage ich quasi eine alte Einsamkeit mit mir herum, so die Erfahrung als Kind vielleicht allein gewesen zu sein oder sich allein gefühlt hat, weil Eltern beschäftigt gewesen sind oder Familien auseinandergefallen sind oder andere Situationen in der Familie, wo jetzt nicht gerade ein guter Platz gewesen sind zum Aufwachsen für Kinder oder wo die Erwachsenen keine Erklärungen gegeben haben, den Kindern, also nicht mit ihnen geredet haben, ihnen die Welt nicht erklärt haben, dann fühlt man sich vielleicht eigentlich in dieser alten Einsamkeit. Und aber jetzt in der Gegenwart als erwachsener Mensch, wenn man einfach mal die realen Fakten anschauen, muss man sagen, also der Mensch ist gut eingebettet, der Mensch hat gute Kontakte, der ist gut vernetzt und fühlt sich trotzdem einfach einsam. Also das kann gleich sein, dass man in dem Fall eingebettet ist und sich gleich einsam fühlt? Ja. Ah, okay. Und das kann sein, dass einfach das alte Einsamkeitsgefühl einem immer wieder einholt. Es kann aber auch sein, dass es ein Zeichen dafür ist, dass man möglicherweise mit sich selber schlecht verbunden ist. Oder dass man irgendwie halt an einem Ort ist, wo man jetzt gerade noch niemand kennt, oder? Kann auch sein, man zügelt irgendwo her, wo man dann wirklich einfach gar niemand so kennt. Also es ist ja etwas, wo der Mensch auch wie braucht, oder? Das Hirn, wir brauchen Menschen um uns herum, sonst geht es uns nicht gut. Ja, aber da ist natürlich schon die Frage, ich meine, die Menschen müssen ja nicht immer um uns herum sein, dass wir uns nicht einsam fühlen. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt in eine neue Stadt zügle und alles hinter mir lerne, geografisch möglicherweise, lerne ich ja nicht mit den Resten von meinem Leben hinter mir. Also ich müsste mich nicht einsam fühlen. Warum denn nicht? Vielleicht fehlt ja dann das, weißt, das Physische gegenüber. Und die sind ja gar nicht weg. Also ich meine, nur weil ich jetzt von Zürich nach Genf zügle, ist ja mein soziales Netz nicht weg. Zwar meine direkten Nachbarn und auch das Vertraute. Mhm. Aber mein soziales Netz ist nicht weg. Es ist immer noch da. Mhm.
Auch dort habe ich das Gefühl, geht es ein bisschen darum, dass man wie ein bisschen zu sich findet, oder? Mhm. Spüre ich das richtig raus? Dass man dort auch wie so die Stille lernt, aushalten und sich überlegt, wo, es ist nicht einfach weg, oder? So wie du es jetzt sagst. Ja, also das mit sich sein. Mhm. Und du hast vorher eben von Eintauchen geredet. Mhm. Und das ist ja, also das finde ich eigentlich das Faszinierende. Wenn man sich darauf einlässt, mal so die äußere Geräuschkulisse, die äußere Bewegtheit aussen vorzulassen, dann erst ist es möglich, zum Eintauchen in Stille. Und ich sage nicht, es ist immer lässig. Und vielleicht ist es gerade am Anfang überhaupt nicht lässig. Mhm. Aber wenn ich es vergleiche, zum Beispiel mit Schnorcheln oder Tauchen, solange man oberhalb vom Wasser ist, hat man überhaupt keine Ahnung von dem Reichtum unter Wasser. Von dieser Vielfalt, von dieser Farbigkeit. Und sobald man eintaucht und das oberhalb mal ein bisschen weglässt, kann man überhaupt erst entdecken, wow, was dort unten alles hat. Und ich bin jetzt nicht so ein Wasserliebhaber, also der Gedanke, ich müsste abtauchen, der macht mir furchtbar Angst. Ich finde es gerade wunderschön, die Vorstellung, weil das Schöne ist, ja oben ist immer laut. Genau. Oder? Und dann gehst du runter und die Ruhe, das hilft mir jetzt gerade, das Bild. Mhm. Ja, und das Bild, das beängstigt mich und das zeigt mir, wie es Menschen kann gehen, die sich nicht gewöhnt sind, in die Stille einzutauchen, dass sie die gleiche Angst haben können, wie wenn ich unter Wasser sein müsste. Ja. Mhm. Und gleich können wir es nicht so beschönigen, oder? Es ist ja schon auch etwas Schlimmes, oder? Wenn Leute sich so fühlen. Es kann ja dann auch psychisch und körperliche Schäden geben. Also habe ich gelesen, eben, wenn Leute sich so einsam fühlen. Ich glaube auch das Ganze mit denen, weißt du, die Leute wollen eher für sich sein, man hat seine Freunde, man ist vielleicht auch nicht so offen. Ich erlebe das schon auch noch ein bisschen im Umfeld, oder? Dass das schon auch, also es gibt sicher auch den Teil von Leuten, die wie geschädigt sind, kann man das so sagen? Von was genau? Von dem Alleinsein. Oder sie einfach so, oder sich vielleicht auch nicht getrauen, sich selber im Weg stehen, oder? Ich meine, es ist schon so, in dem Moment, wo ich mich einsam fühle, bin ich ja oft nicht in der Lage, zum einen Schritt rauszumachen und zu sagen, hey, ich fühle mich im Fall gerade einsam, kann ich bei dir einen Kaffee trinken oder kommst du zu mir für ein Glas Wein oder was weiß ich. Genau, das ist ja mein Problem. Oder? Mhm. Und genau das würde aber die Einsamkeit unterbrechen. Ja. Mhm. Und das kann einem wie niemand wegnehmen. Mhm. Also das ist wie so, das ist die Selbstfürsorge, die man für sich selber müsste machen. Und auf der anderen Seite ist aber vielleicht auch ganz interessant zum Schauen, interessant, ich fühle mich jetzt gerade einsam. Was passiert denn jetzt gerade mit mir? Um was geht es jetzt gerade? Und eben da ein bisschen forschen. Das machen wir jetzt auch zusammen. Das finde ich nämlich so spannend. Ich habe jetzt das Bild, wie ich abtauche mit meinem Schnorchel. wobei, dann muss man wieder Luft holen. Aber einfach das Abtauchen, das finde ich ein mega schönes Bild. Eben die Einsamkeit, das kann wirklich auch etwas sein, wo einem etwas gibt, alleine sein, das aushalten lernen. Das kann ein Schatz sein, wo einem etwas gibt. Das hast du kennengelernt. Auch wenn du jetzt vorher gesagt hast, es ist nicht immer einfach. Alleine sein, würde ich sagen, eben, dass man muss zusammen sein, Gemeinschaft, das gehört zum Mensch, das weiss man wie, so ticken wir, aber alleine sein gehört das auch zum Mensch. Was würdest du sagen? Ich denke, ja. Also, ist mir jetzt einfach so ganz spontan, habe ich nicht lange darüber nachgedacht. Aber es hat ja zuerst nur ein Mensch gegeben. Mhm. Aber. Also der Adam, meinst du? Ja. Ja. Aber. Der war natürlich in Verbindung mit Gott. Der war zwar von seiner Spezies her der Einzige, nur da war natürlich die immerwährende Präsenz Gottes. Aber dann auch nicht einsam ist, oder? Und es braucht wahrscheinlich die Verbindung, oder? Etwas alleine funktioniert nicht. Nur alleine sein, das ist sicher genauso ungesund wie immer in Gemeinschaft, oder?
Ja, spannend ist, ich habe jetzt vor 2-3 Jahren eine Reportage gesehen von einer Klosterfrau, die wirklich in Einsamkeit lebt. Ganz allein. Sie hat einen Hund und sie lebt ganz allein in einer Hütte im Wald. Und sehr beeindruckend, wie sie ihres gewählte Alleinsein beschreibt auch. Und wie sie auch zum Beispiel beschreibt, wenn sie etwas Schönes erlebe, dann darf sie sich nicht erlauben, das gerade mit jemandem zu teilen. Also sie hat auch ein Handy. Ah, das hat sie? Ja, okay. Sie hat ein Handy. Aber das ist meistens abgestellt. Und wenn sie etwas Schönes erlebe, dann erlaube sie sich nicht, das gerade zu teilen mit jemandem, weil sie einerseits denkt, dann sei das wahrscheinlich nicht so ernst gemeint mit der Einsamkeit und sie will das aber. Und auf der anderen Seite, weil für sie sich das im Teilen wie verdünnt. Also wir sagen ja zwar immer geteilte Freude, doppelte Freude. Und sie empfindet jetzt, dass das Erlebnis, die Erfahrung verdünnt wird, wenn sie sie gerade teilt. Also für Ausnahmefälle ist das möglich, dass man eben das Leben wirklich allein leben kann? Und die Frage ist ja dann schon, was genau bedeutet denn allein, wenn man jetzt das sagt, oder? Man hat ja die Gesellschaft von sich selber. Und nur weil aussen alles abgestellt wird, also Stille heisst ja nicht nur Abwesenheit von Geräusch, sondern hat ja auch eine körperliche Komponente. Also in der Schule hat man immer gesagt, sitz still. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Und wenn alles, was aussen ist, reduziert wird, dann werden wir eigentlich selber zum Klangkörper. Dann hören wir unser Herz schlagen. Wir hören besser, dass der Magen knurrt. Wir hören vielleicht sogar, dass wie die Lunge sich bewegt beim Schnaufen. Wenn man aufsteht, hört man jedes Knacksen von jedem Gelenk, wo gerade irgendwie eingerostet ist. Also dann wird man ja wie selber wird man zum Klangobjekt. Und durch das haben wir ja sowieso immer, wir haben immer ein Gegenüber auch. Immer eine Beziehung auch zum eigenen Körper. Ja. Und manchmal vielleicht auch wirklich verliert, gell? Einfach ein in den Hintergrund rutscht, ja. Und halt, es ist auch einfacher, wenn es aussen mal ruhig ist, um sich wirklich bewusst zu werden, was für Gefühle das da sind. Und was für Gedanken möglicherweise auch zu diesen Gefühlen da sind. Nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Reise. Weißt du, hast du das für dich entdeckt? Ja, dort, wo alle ausgezogen sind, aus einem Familienhaus, und ich plötzlich alleine in diesem Haus war, dann habe ich das am Anfang tatsächlich gerade mal ein bisschen genossen. Weil ich hab immer wieder gesagt und auch gedacht vorher, ich will einfach ein bisschen mehr Zeit für mich haben. Ich will gerne mal ein bisschen alleine sein. Ich würde unglaublich gerne mal mich um nichts müssen kümmern müssen. Und ich hatte immer sehr bewegt und ein dichtes Leben gehabt. Also ich habe auch immer einen Haufen gemacht. Und habe jetzt auf Mitte dem Jahr wirklich mal eigentlich alle freiwilligen Engagements abgelegt. Mein Leben wirklich reduziert an Aktivitäten. Und ich verbringe tatsächlich viel Zeit mit Sitzen. Also wenn ich am Morgen aufstehe, dann lasse ich mir einen Kaffee raus, dann sitze ich auf meinem Lieblingsplatz, auf dem Sofa und schaue voraus. Nur das? Nur das.
Mhm. Ist das die Viertelstunde, die du mir erzählt hast? Ja, es ist meistens länger. Sicher? Eine Viertelstunde ist mir eigentlich zu kurz. Sicher? Kann man da wie süchtig werden vielleicht nach ja, Stille? Wirklich? Es kann ein Bedürfnis geben. Mhm. Also ich merke zum Beispiel, ich bin eigentlich nicht so der Frühaufsteher und ich arbeite auch selten wirklich früh. Ich arbeite meistens zur Nacht. Aber wenn ich früh muss go schaffen, dann muss ich um 6 Uhr zum Haus aus. Früher wäre ich 10 Minuten vorher aufgestanden und hätte alles gemacht und dann wäre ich zum Haus aus. Und jetzt stehe ich eine Stunde vorher auf. Und, will ich es brauchen. Ich brauche die Momente auf dem Sofa, wo ich nichts mache, als jetzt im Sommer ist es schon hell, aber im Winter bleibt es auch dunkel und in der Übergangszeit warte ich eigentlich darauf, dass es hell wird. Mhm. Und fühle mich überhaupt nicht einsam in diesem Moment. Sondern ich finde es einfach ein Genuss, zu schauen, was passiert. Es ist ja nicht still in dieser Zeit. Nein, da kommen ja auch viele Gedanken. Das wäre jetzt, ist bei mir auch so, oder? Da kommt gerade alles, ein riesen Knusch, ist ja nicht irgendwie logisch, also jetzt in meinem Kopf nicht. Ist das einfach am Anfang? Das habe ich. Also das geht mir jeden Tag so. Ah ja. Also es ist wie Popcorn, oder? Ein poppt von den oberflächlichsten Sachen wie, oh, ich muss das noch auf die Postliste schreiben, bis zu existenziellen Fragen. Genau. Alles wild durcheinander, überhaupt nicht sortiert. Und weil ich die Zeit dann habe oder mir auch nehme, kann das wie einmal alles, das kann mal alles aufpoppen und es kann alles auch wieder sich beruhigen. Und dann schaue ich, okay, und wie geht es mir jetzt? Mhm. Was ist jetzt gerade da? Und dann merke ich vielleicht, ah, der Rücken tut mir weh. Oder ich bin ein bisschen steif im Nacken. Aber ich merke dann vielleicht auch, ich bin gerade mega traurig und ich weiss gerade gar nicht, warum. Und dann das nicht wegdrücken, sondern halt wirklich dabei bleiben und das aushalten. Und sagen, okay, ich bin jetzt traurig. Aber auch grübeln dann? Also weißt du, so, wieso bin ich jetzt traurig? Was war denn gestern gewesen? Oder? Manchmal bleibe ich hängen, ja. Und dann grübeln. Aber es muss gar nicht sein. Man kann ja, es gibt doch das Lied «Guten Morgen, lieben Sorgen», seid ihr auch schon alle da, oder wie das heisst. Mhm. Und die Traurigkeit vielleicht auch begrüssen und sagen, ah, interessant, du bist auch da. Mhm. Was machst denn du da? Und in einen Dialog kommen. Eigentlich mit deinen eigenen Emotionen. Und dann, wie geht die Zeit weiter? Irgendwann ist entweder die Zeit halt, dass ich muss gehen. Also jetzt heute am Morgen habe ich gewusst, ich muss um 10:30 zum Haus aus, weil ich muss um 11 da sein. Mhm. Und dann stelle ich mir aber auch einen Wecker, damit ich nicht dauernd muss auf die Uhr schauen muss oder aufs Handy, oder? Und dann sehe ich, ah, WhatsApp, ah, Mail, ah. Sondern stelle ich mir einen Wecker, dann bin ich nicht abgelenkt und ich kann mich trotzdem darauf verlassen, dass ich die Zeit nicht verpasse. Aber das ist fix. Also du bleibst hocken, egal was ist. Also du tust auch einfach, du hockst einfach. Also du tust auch nicht beten oder irgendetwas. Ja. Ist vielleicht gar nicht immer so einfach zu unterscheiden zwischen dem, wann wird was, also wann passiert was. Mhm. Ich bin ja dann eigentlich in Zwiesprache mit mir. Aber ich bin natürlich auch, weil ich verbunden bin mit Gott, auch in Zwiesprache mit ihm. Manchmal mehr oder weniger bewusst. Aber dass Gott gegenwärtig ist in dem Moment, das ist für mich tatsächlich selbstverständlich. Mhm. Auch wenn ich es jetzt nicht explizit muss ansprechen oder aussprechen oder als Gebet benennen, ich befinde mich in diesem Moment ja auch in der Gegenwart Gottes. Was hast du sonst noch für so stille Momente, die du dir bewusst nimmst am Tag? Ich arbeite in meiner eigenen Praxis und ich tue zum Beispiel wirklich nach jeder Klientin schreibe ich und lüfte ich. Ich trinke einen Kaffee, gehe aufs Häuschen, so die normalen Sachen. Aber ich nehme mir immer auch einen Moment von Stille, so eine Minute, zwei, zwischen zwei Klientinnen, wo ich die gegangen ist, wie loslasse und die neu kommt, innerlich begrüsse, dass ich mich wieder darauf einlasse und nicht noch
Sachen von der anderen Klientin überschwappen in den neuen Prozess. Und den Abend verbringst du auch in Ruhe? Ja, am Abend finde ich es am schwierigsten. Ehrlicherweise finde ich es am Abend am schwierigsten. Aber ich habe einen recht grossen Klangpark daheim. Das heisst? Ich habe Klangschalen, Trommeln, Gong, Handpan, Regenrohr, Ocean Drums, also wirklich einen ganzen Haufen. Und das geniesse ich schon auch. Wenn ich merke, ich halte das mit dieser Ruhe jetzt gerade nicht so gut aus, dann spiele ich auf meiner Handpan oder vor dem Gong könnte ich mich stundenlang verweilen und einfach auf den Gong schlagen und den Gong reiben. Das ist so etwas, da vergesse ich komplett Zeit. Aber das ist ja auch wieder etwas, wo du eigentlich quasi reintauchst oder in etwas. Also das ist jetzt nicht, dass du dich berieseln lässt und ablenken lässt. Ich meine, auch dort haben ja Gedanken Platz. Also auch dort entscheidest du dich ja quasi bewusst nicht für Ablenkung. Ja, aber Ablenkung mache ich natürlich auch, gell. Also ich lese fürs Leben gern. Und auch wenn es jetzt noch so ein Intelligenz- und Gescheitsbuch ist und jetzt vielleicht nicht gerade der nächste Krimi, obwohl ich das auch sehr liebe, ist Lesen ist immer sich fühlen mit etwas anderem. Oder ich schaue auch Film und so. Also das ist überhaupt nicht so. Oder ich mache auch viel ab. Also ich bin auch immer wieder mit Freundinnen unterwegs zum Nachtessen oder zum Aperölen oder mal ins Kino gehen oder so. Also das ist es ja gar nicht. Ich wähle nicht ein eremitisches Leben. Aber es gibt in meinem Leben ganz viel Stille. Und es gibt ganz viel Allein-Momente. Also, man könnte ja das auch, dass, es gibt ja so, vielleicht auch ein bisschen bekannte Auseinanderschrauben von dem Wort allein sein, oder? Dass man auch könnte all eins sein. Das habe ich auch gelesen, genau. Nennen. Und so, dass, dass man wie mit sich im Reinen ist, oder? Heisst das? Ja, und dass ich in mir auch gut, also da ist genug da. Ich brauche nicht unbedingt Ergänzung, auch wenn das schön ist. Also. Und auch, glaube ich, sehr menschlich. Dass das Bedürfnis nach Zweisamkeit, nach Gemeinsamkeit und vor allem auch das Bedürfnis nach Verbindung. Ja. Das finde ich mega spannend. Ich habe auch gelesen, eben, es hilft wirklich, es hilft zu entspannen, Stress abzubauen, ist also bewiesen, bietet Gelegenheit zur Selbstreflexion, fördert generell das persönliche Wachstum. Logisch, man hat einfach einmal Zeit zum Nachdenken. Und es ist ja schon ein bisschen eben eine Sache von der Zeit, dass man mit Social Media, mit Fernsehen, mit eigentlich von überall hat man ja Bespassung, wo man sich mega gut ablenken kann. Und ich finde es auch herausfordernd. Ich verstehe Menschen, die das fast nicht schaffen, weil man weiss ja, wenn es ruhig wird, dann kommt vielleicht plötzlich etwas auf. Also, du hast vorher gesagt, am Abend hast du es auch nicht so gern. Hast du dann auch manchmal weißt, mit Sachen zu kämpfen? Kommt ja dann vielleicht Trauer auf? Oder vielleicht kommen Sachen auf, die man nicht verarbeitet hat und wo man fast nicht schafft, alleine zu sein, oder? Und das auszuhalten. Gibt es schon Herausforderungen mit dem alleine sein? Ja, natürlich. Also, es ist tatsächlich so, dass man kann niemanden mit Schuld in die Schuhe schieben. Man muss alles allein entscheiden. Also ich sage jetzt bewusst muss, weil in dem Moment, wo es schwierig ist, ist es tatsächlich ein Müssen. Im Moment, wo es leicht ist, ist es ein Dürfen. Und es ist nicht immer leicht. Und es ist aber, ich sage jetzt mal so explizit, nicht immer leicht. Also auch in Paarbeziehung sein, ist nicht immer leicht, ist nicht immer das, was man jetzt gerade das Höchste der Gefühle findet. Auch Paarbeziehung hat schwierige Momente. Auch in Paarbeziehungen fühlen sich viele Menschen immer wieder einsam. Auch in grösseren Gemeinschaften. Das ist, also das Alleinsein ist nicht ein Garant für Einsamkeit und das In-Gemeinschaft-Sein ist nicht ein Garant gegen Einsamkeit. Das ist wie
dass nicht das eine bedingt zwangsläufig das andere. Aber ja, manchmal ist es so, dass ich das Abend finde, so, nein, heute jetzt nicht. Entweder genau, schaue ich dann einen Film oder lese etwas. Oder ich schreibe jemandem und sage, hey, noch Lust auf einen Schlummertrunk. Oder manchmal schreibe ich auch explizit, finde es gerade schwierig, alleine zu sein, kann ich zu euch kommen? Oder so. Also das auch äußern und sagen, ich brauche jetzt Gemeinschaft. Ja, ich brauche jetzt ein Gegenüber. Ich bin mir jetzt gerade selber nicht mehr genug. Ja, genau. Und gleich sagst du ja, der Nutzen ist grösser. Eben, dass alleine aushalten, die Stille aushalten, ist grösser. Der Nutzen, das halt eben auch mal einen Platz machen, das halt eben auch mal schwierig zu verkunden. Da findest du gleich, der Nutzen ist grösser? Ja, ob ich es so formulieren würde, bin ich nicht ganz sicher. Ja. Weil ich glaube nicht, dass man das eine gegen das andere sollte ausspielen. Ich glaube, es braucht eben beides. Aber wenn wir uns gar nie, wirklich gar nie Zeit nehmen für uns und gar nie aushalten, dass es mal eine Viertelstunde still ist, oder man kann auch mit 5 Minuten anfangen, man muss ja nicht gerade übertreiben. Ja, genau, das wäre eine praktische Übung. Ja. Und man schaut, was man dann hört, und zwar akustisch, wie vielleicht auch psychisch, oder körperlich, dann hat man auch eine Chance darauf, sich selber wirklich gut kennenzulernen. Mhm. Aber man lernt sich auch in Kontakt mit anderen Menschen kennen. So lernt man sich ja schon auch kennen. Also ich finde, eine gute Mischung von aussen und innen ist hilfreich, um nicht gerade in Panik zu geraten, wenn einmal nichts ist. Sortiert sich auch alles wie von selber nachher vielleicht mehr? Oder was findest du so den Nutzen? Oder was ist so der Vorteil oder das, was du so mitnimmst jeden Tag? Ja, das ist jetzt wieder eine Frage. Und weißt du, macht es sich zufriedener? Weil das ist ja das All... Was hast du gesagt? Alles... Eins sein. Ja. Oder dass man so, da kommt ja eben so ein bisschen das auch, dass der Frieden machen mit sich selber, das, was raufkommt, das darf ich sein. Das finde ich mega einen schönen Gedanken. Und ich lasse und ich bin zufrieden in dem, was im Moment ist. Also das, ich glaube, etwas, wo Menschen ganz fest damit beschäftigt sind, in dieser schnellen Gesellschaft und auch in dieser Optimierungsgesellschaft ist, dass wir hin und her pendeln zwischen dem Idealbild, das wir haben von uns und dem Bild, wie wir uns sehen. Mhm. Und da gibt es ja oft schon eine Diskrepanz zwischen diesen zwei Perspektiven. Und beides ist aber noch nicht das, was wir tatsächlich sind. Mhm. Und was wir tatsächlich sind, das finden wir halt nur raus, wenn wir uns mit uns treffen. Wenn wir Dates haben mit uns. Und dann zu merken, ja, und ich bin genervt. Aber in meinem Ideal kommt genervt sie nicht vor und mein Bild von mir ist, ich bin eine geduldige, sanftmütige Frau. Oh ja, das ist das Problem. Oder? Ja, und dann, ja, nehmen wir mal das Beispiel. Und dann merke ich, ich bin genervt. Und ich könnte jetzt das wegdrücken. Und das würde ich auch machen, wenn ich zügig unterwegs bin. Weil das darf einfach nicht sein. Man ist nicht genervt. Schon gar nicht als Frau und als liebevolle Frau und so genervt sein, das ist nicht die Frucht der Sanftmut und bla bla bla. Also da habe ich so einen Haufen Verinnerlichungen, mhm, auch von Glaubenssätzen, dass das genervt sein eigentlich nicht darf sein. Also wenn genervt sein auftaucht, dann komme ich in Bewegung, lenke mich ab, mache etwas anderes, weil genervt sein will ich nicht. Das darf nicht sein. Und wenn ich aber halt mal mit dem Genervtsein bleibe und mir sage, okay, scheiße, ich bin genervt, will ich nicht. Und
es aber nicht gerade wegdrücken und auch nicht als negativ bewerten. Und mal merken, okay, ich bin genervt. Was nervt mich denn? Und dem nachgehen, dieser Spur halt nachgehen und mir überlegen, okay, ich bin gerade genervt, weil ich bin eigentlich schon 2 Tage allein und ich will jetzt gerade nicht allein sein. Ah, okay, aber gegen das kann ich auch etwas machen. Ich kann mich anlegen und kann vorausgehen. Manchmal kann man einfach auch im Migros etwas posten, zum Beispiel. Und man begegnet jemandem oder man merkt, ah, ich bin nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten, es gibt ja da noch Leben. Und dann verschwindet das Genervtsein. Vielleicht hat es einen anderen Hintergrund. Vielleicht merke ich, wie ich eigentlich gedanklich immer wieder etwas durchspiele, das ich gar nicht so bewusst auf dem Radar habe, wo mich dann innerlich nervt. Also, dass ich zum Beispiel eine Begegnung von gestern nicht als negativ erlebt habe oder irritiert zurückgeblieben bin und innerlich immer noch mit dem beschäftigt bin. Und anhand von dem, dass ich merke, ich bin genervt, komme ich dann vielleicht dem auf die Spur und merke so, ah, da ist gestern etwas hängen geblieben. Um was geht es denn dort? Also eigentlich Sachen, die uns beschäftigen, wo man wie nicht so Platz kann geben kann, weil Zeit fehlt, können wir dann wie mal führen kommen? Das klingt sehr gesund, oder eigentlich, für unsere Psyche. Ja, und gell, ja, es klingt sehr gesund und ich finde das wichtig. Und manchmal muss man dann auch von dieser eigenen Nabelschau wieder mal ein bisschen wegkommen. Mhm. Ja gut, wenn es eine Viertelstunde ist, oder? Dann geht ja. Ja gut, das lang. Also so Prozesse lange eine Viertelstunde natürlich nicht. Oder meistens nicht. Das sind meistens längere Sachen. Vor allem, wenn man noch nicht so geübt ist. Ich würde mich auch noch als Anfänger bezeichnen. Noch lange nicht als geübte Stillesitzer. Ich bin nur eine Anfängerin und ich habe viel Unruhe und dann kratze ich mich da und kratze mich dort und bewege da und bewege dort und finde so... Oh. Also die Idee wäre wirklich, dass man ganz still sitzt, nein, so wie schon du nicht. Machst. Okay, ja. Aber wenn ich in Ruhe sitze, also heute am Morgen zum Beispiel, habe ich mich richtig gefreut. Ich habe auch gewusst, es ist wirklich begrenzt auf 3/4 Stunde. Ich habe nicht länger Zeit, ich muss nachher gehen. Und ich habe es wahnsinnig genossen. Und dann gibt es keine äußeren Anzeichen von dieser inneren Unruhe. Sondern habe ich es einfach genossen und habe innerlich mir überlegt, um was geht es heute da, wenn wir miteinander reden. Was ist jetzt, wenn ich das mit dem Stillsein, wenn man so ein bisschen Anfänger ist und das noch nicht so aushaltet, weißt du, so jetzt das einfach anhocken, wie es einem vielleicht eben am Hosenboden, was habe ich vorher gesagt, das kribbelt einem, man muss irgendwie, man hat das Gefühl, ich muss da raus. Gibt es auch eine Light-Version? Also weißt, könnte man irgendwie zwischen den Menschen anfangen, still sein? Oder vielleicht aus der Natur, das ist mir in den Sinn gekommen. Gibt es so etwas? Man kann es ja auch ein bisschen spielerisch machen. Also, dass man sagt, jetzt ist man mal 2 Minuten still. Und wer hört was? Und dann zu merken, was, der andere hat das gehört? Ich habe nichts gehört. Also so eine Wahrnehmungsübung eigentlich. Oder auch, wenn man still ist, verändert sich auch das, was man sieht. Weil Stille begrenzt sich ja nicht nur auf Akustik, sondern ja auch auf Wahrnehmung. Also wenn wir mal innehalten, dann klingt uns auch mehr zu sehen, wenn wir Tempo rausnehmen. Also wenn du mit dem Schnellzug durch die Gegend fährst, siehst du definitiv weniger, als wenn du den Bummler nimmst. Und wenn wir einen Moment innehalten, 2-3 Minuten, und mal schaut, okay, was sehe ich, was nehme ich wahr, was schmecke ich? Also dann, wenn das Tempo und die Lautstärke reduziert werden, dann gibt es Raum für die Wahrnehmungen, wo man sonst nicht hört. Also eben, man hört, wie man schluckt zum Beispiel. Ich habe mich auch inspirieren lassen von dir und bin letztens in der Mittagspause auch rausgehöckelt und dachte, ich probiere das jetzt mal mit dieser Viertelstunde. Und was mich erstaunt hat, ist mega schnell vorbei. Und ich geniesse das alleine am Mittag machen, weil es mir auch ein bisschen zu viel ist noch mit anderen Leuten. Manchmal mache ich das sehr gerne. Aber ich habe gemerkt,
dann habe ich wirklich etwas davon gehabt, als wenn ich jetzt noch ins Handy geschaut habe. So. Es ist wirklich, ich bin so wie angekommen und konnte in Ruhe nachher wieder arbeiten. Macht das auch etwas echt mit dem vegetativen Nervensystem? Weißt, könnte ich mir noch vorstellen, dass man wie einfach das entschleunigen irgendwie, oder? Ja, also ich bin ja je länger, je mehr ein Freund vom Schnaufen. Weil der Atem ist ja eigentlich unser Lebensspender. Also Gott hat uns seinen Atem eingehaucht. Und dann sind wir quasi zu Leben erwacht. Und Atem hat unglaublich viele Wirkungen auf den Körper und auf die Psyche und auch auf den Geist. Cool, wie machst du das? Komm, gib uns Instruktion. Also es gibt, wenn man Yoga macht, dann weiss man, also ich mache nicht wirklich Yoga, aber man weiss, dass es ganz viele verschiedene Atemtechniken gibt. Aber etwas vom Grundlegenden ist, dass Einatmen aktiviert den Sympathikus, also der, wo Energie gibt, und Ausatmen aktiviert den Parasympathikus, also der, wo beruhigt, der, wo entspannt, der, wo einem runterfahren lässt. Kennt man auch von so Panikattacken, oder? Muss man doch auch so und so viel Mal schnaufen, das habe ich schon mal gehört. Was heisst denn das jetzt? Also wie schnaufst du in dieser Viertelstunde? Ja, wenn ich mich auf den Schnauf konzentriere, aber ich konzentriere mich ja nicht immer auf den Schnauf, dann schaue ich, dass ich länger ausschnaufe als ein. Also dass ich vielleicht beim Einschnaufen auf 3 zähle und beim Ausschnaufen auf 5. Und auch durch die Nase einschnaufen wirklich und gerne auch wieder durch die Nase ausschnaufen. Aber vielen Menschen hilft es, wenn sie durchs Maul ausschnaufen können, weil sie mit dem den Ausatem langsamer machen können. Es ist schwieriger, mit der Nasenatmung beim Ausatmen die Atmung verlangsamen, als wenn man so wie so durch leicht geöffnete Lippen halt dann und hat ja dann auch ganz viel mit dem Bauch und dem Zwerchfell zu tun und mit der Atemhilfsmuskulatur. Also ein Teil von der Atmung geht ja automatisch raus, das reguliert unser unabhängiges Nervensystem, weil wir müssen ja nicht denken, schnaufen, also das, unser Organismus schnauft von allein. Und beim Ausschnaufen, da fahren wir einfach mehr runter. Könnte man das auch, weißt, anwenden, wenn man jetzt gerade merkt, hey, das jetzt kommt etwas auf, das mich gerade fest beschäftigt. Würdest du dann mal einfach probieren, mal eine Runde schnaufen? Ja, also auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo man merkt, da kommt jetzt etwas auf mich zu, wo mich grundsätzlich überfordert oder wo mich innerlich vielleicht auch in Panik oder versetzt oder beunruhigt oder sich schwierig anfühlt, das, was immer eine gute Strategie ist, ist die Aufmerksamkeit auf den Atem richten. Mit Einschnaufen und Ausschnaufen. Und halt wirklich innerlich auch zählen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5. Und Füße am Boden stellen. Um sich erden. Zum merken, okay, ich bin da sicher. Ich bin da sicher, ich kann schnaufen, der Boden trägt mich, ich bin da sicher. Es fühlt sich unangenehm an und trotzdem bin ich sicher. Und das, was ich merke, was mir auch noch wichtig ist oder was ich für mich quasi wie realisiert habe, dass mir so eine Dauerbeschallung haben in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Also wir können ja eigentlich gar nichts mehr in Stille machen. Also beim Posten läuft der Radio und dort gibt es ja inzwischen gibt's ja auch vereinzelt Läden, zum Beispiel, kommt mir gerade in den Sinn, wo eine stille Stunde eingerichtet haben. Nämlich für all die Menschen, die überfordert sind
mit all diesen Geräuschen von der Umwelt, wo sie bewusst keine Musik machen, wo sie bewusst Geräuschreduktion anstreben im Laden, damit all die Menschen posten können, die eben die grosse Geräuschkulisse ganz schlecht handeln können und auch ganz schlecht ausblenden können. Mhm. Wir haben ja gelernt, ganz viele von diesen Geräuschen ausblenden. Müssen wir, weil sonst wären wir wirklich überfordert. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass ganz viele Geräusche eben keine Bedeutung mehr haben. Und das bedauere ich ein bisschen. Und das merke ich zum Beispiel auch, Sachen, wo ich mich vielleicht früher genervt habe. Also mein Mann hat sehr gut können schnarchen. Und das würde jetzt niemand von uns als ein wohlwollendes oder wohltuendes Geräusch beurteilen. Und trotzdem, jetzt habe ich das Schnarchen nicht mehr. Und ich habe auch die Bedeutung von dem Schnarchen nicht mehr. Ich habe nämlich nicht mehr, dass da jemand neben mir ist. Ich habe auch das, was ich vermutlich als Sicherheit identifiziert habe, dass ich nicht allein bin in diesem Haus, das habe ich auch nicht mehr. Hm. Und es ist mir nicht bewusst gewesen, dass das Geräusche Bedeutung hat. Aber als ich über Stille, Alleinsein und Einsamkeit nachdenkt habe, habe ich gemerkt, das ist zum Beispiel ein Geräusch. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich vermisse es. Ich schlafe gut. Aber das ist ein Geräusch, das ich jetzt merke, das hat viel mehr gehabt, als dass es genervt hat. Das hat auch eine andere Bedeutung noch gehabt. Und dass wir doch vielleicht, wenn wir Geräusche reduzieren und wieder den Geräuschen auch eine Bedeutung geben, berühren wir uns möglicherweise, kommen wir mehr in Kontakt miteinander. Also ist wie die, ja, dass man wie wieder aktiver herlässt, vielleicht, oder? Ja. Was man dann wahrnimmt. Es geht schon auch fest ins Achtsame rein, gell? Ja, schon. Mhm. Ich finde es mega inspirierend, Bea. Danke vielmals. Weißt nur schon, wenn du da rein bist und mit deiner Stimme redest. Ich komme gerade oben runter. Ich hoffe, das passiert bei euch auch. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Wir haben ganz viel, um darüber nachzudenken. Und es motiviert wirklich, um mehr in die Stille zu kommen. Und einfach Stille lassen, Stille sein, oder? Eigentlich auch. Gar nicht so viel erwarten, vielleicht auch. Ja, und auch nicht enttäuscht sein, wenn vielleicht mal am Anfang gar nichts passiert. Ja, weil das ist auch nicht, dass man macht immer etwas, dass ja dann etwas passiert, mhm, oder etwas rauskommt. Mhm. Muss gar nicht. Nein. Vielleicht ist es ein schönes Erlebnis, vielleicht ist es ein schwieriges Erlebnis und vielleicht ist es auch einfach nichts. Mhm. Aber du wirst es regelmässig machen. Also, ich kann einfach sagen, es hat bei mir hat's einen Wechsel gegeben, in meiner Beziehung zu mir selber, seit ich regelmässig Zeit habe, wo still ist. Hast du dich lieber bekommen? Ich habe mich beruhigt. Ich glaube, ich habe mich innerlich beruhigt. Ich bin vermutlich verbundener mit mir. Hm. Danke vielmals, Bea. Ja, sehr gern. Danke dir, Ruth. Und ganz ehrlich, das Thema fordert mich raus. Mich kann man nämlich gut ablenken und ich lasse mich irgendwie auch gerne ablenken. Es gibt ja so viel Schönes und so viele Möglichkeiten, oder? Und eben gleich das Erlebnis dort in der Mittagspause hat mir gezeigt, es tut eben doch verrückt gut, wenn einfach mal nichts ist. Nur ich und mein Mittag und Natur und ein bisschen Vogelzwitschern. Also ich werde es auf jeden Fall wieder machen. Ich danke euch fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid in einer neuen Folge Psychohygiene. Bis dann, macht's gut und wer weiss, vielleicht gönnt ihr euch auch mal eine Portion mehr Stille. Mein Name ist Ruth Stutz. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.